Folge von FIFA 19. Mobile, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vorweg muss ich mich ein bisschen entschuldigen, da die gestrige Folge nicht um 20 Uhr kam, sondern mein Bearbeitungsprogramm ist abgestürzt. Ich musste alles komplett wieder von Null anfangen und das war um 19.35 Uhr oder so. Und dann habe ich gleich gewusst, das schaffe ich nicht bis um 20 Uhr und habe euch Bescheid gegeben im Community-Tab, Leute. Heute habe ich hier meinen Döner am Start, den ich noch nicht gegessen habe. Da es jetzt hier 18.50 Uhr ist, Leute, ich bin heute ein bisschen später nach Hause gekommen. Und ich hoffe, dass ich es pünktlich schaffe bis um 20 Uhr, ne? Weil ihr seht ja jetzt gerade die Folge und ihr wisst ja, kam die Folge um 20 Uhr? Weil ich muss auch schon sagen, so ein bisschen Druck habe ich auch schon immer dabei, weil ich weiß, dass halt um 20 Uhr viele von euch warten. Und deswegen möchte ich halt immer pünktlich um 20 Uhr sein. Manchmal ab und zu klappt's nicht. Ich hoffe, dass es heute klappt. Wir werden uns heute Luis Figo kaufen, Leute. Luis Figo werden wir uns heute kaufen. Gestern den anderen habe ich da leider nicht bekommen. Aber da jetzt hier einer für 15,1 Millionen Sofortkauf auf dem Transfermarkt drauf ist, habe ich mir gedacht, schlage ich jetzt gemeinsam mit euch zu. Zeige ich, knage ich, da habe ich ihn gekauft und habe jetzt nur noch... Ich habe nur noch 950.000 Münzen, Leute. Das sieht so, keine Ahnung, so nackig da oben aus. So, schauen wir mal. Haben wir mit Luis Figo jetzt hier 120 Chemistry oder muss ich da... Okay, mit Luis Figo haben wir schon mal 120, Leute. Rein theoretisch könnte ich das Team erstmal so lassen. Ja, natürlich lasse ich das erstmal so. Was anderes kann ich mir jetzt eh nicht leisten. Hab jetzt immer noch die 109er, Luis Figo Skill Boost. Luis Figo könnte ich ja rein theoretisch... Oh, mit Robben trainieren. Oh, ich könnte Luis Figo direkt... Mache ich auch, Leute. Was soll ein Rom rumliegen? Weil ein Rom kann ich eh nicht verkaufen. Deswegen kann ich den... Alter, geil. Okay, ich mach's, Leute. Eine Münze gebe ich jetzt dafür aus, um Luis Figo zu trainieren. Vielleicht reicht diese Bewertung auch sogar aus, sodass ich jetzt hier eine 100er Bewertung habe. Nein, reicht nicht. Reicht nicht aus. Schade, 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 schade. Wen könnte man jetzt auch nochmal trainieren? Arne Meyer, habe ich da irgendwas? Da hätte ich einen Milinkovic-Savic, den ich da reinnehmen könnte. Kann ich auch, denke ich mal, nehmen, weil Milinkovic-Savic bringt halt 315.000 Erfahrungspunkte und das ist nice. Ich könnte den auch verkaufen für ein paar Münzen. Aber da den eh ja jeder easy bekommen kann, ist der nicht so viel wert. Valerie nehme ich auch mal mit rein. Dann kann ich jetzt Arne Meyer noch um eine Bewertung hier trainieren. Hoffentlich habe ich genug Münzen dafür. Also 950.000 Münzen habe ich ja noch. Reicht das aus? 608.000. Oh shit, Leute. Arne Meyer bleibt ja in unserem Team. Egal, ob ich meine Aufstellung umstelle, also meine Formation umstelle oder nicht. Arne Meyer ist bei mir in meinem Team gesetzt. Ganz klare Sache, Leute. Arne Meyer ist bei mir gesetzt. Und zack, hat er die 91er Bewertung. Hat dieses Upgrade gereicht, dass wir jetzt die 100er haben? Jawolski, Leute. Wir haben die 100er Bewertung geschafft, Leute. Die Icon ist am Start. Meine erste Icon und das 100er Team. Ist das geil oder ist das geil? Nice, Mann. Nice, 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 nice. Da freue ich mich sehr drüber jetzt hier. Das Team of the Year Event habe ich noch nicht gespielt. Das heißt, das muss ich jetzt hier mal nachholen. Zumindest das eine Skillspiel können wir ja mal easy machen. Und dann würde ich sagen, müssen wir heute unser Team austesten, Leute. Wir müssen heute unser 100er Team austesten mit Luis Figo. Mal gucken, ob wir da heute ein bisschen besser spielen versus Angriff als in der letzten Folge. Die letzte Folge, die lief nicht so wirklich gut mit Versus Angriff. Ja, kommt halt auch mal vor, ne? Kommt halt auch mal vor. Manchmal gehen halt die Bälle nicht rein und da, das ist gestern halt passiert. Egal, abhaken und ich hoffe, dass es heute mit Luis Figo besser klappt. Ich freue mich schon, wenn ich Insigne da vorne links habe, weil es ist auch eine geile Karte, definitiv ein geiler Spieler. 93er Bewertung sofort bei uns im Team mit Skillboost wahrscheinlich über 100. Das ist schon nice, Mann. Das ist schon nice, was ich da... Wie gesagt, ihr habt ja abgestimmt, für welches Team. Genau. So, das, was ist das jetzt hier? Schüsse-Szenarios. Könnten wir eigentlich auch noch machen. Das geht eigentlich immer schnell, Schüsse. Ein paar Schüsse aufs Tor ballern. Let's go. Dreimal können wir das machen. Oder dreimal müssen wir das machen. Was heißt müssen? Dreimal können wir das machen. Und ich mach's natürlich dreimal. Weil mein Ziel ist es definitiv noch... einen Team of the Year zu bekommen, also einen Startspieler. Und ich werde einen Verteidiger noch holen und ja, ich denke mal, ich werde einmal aktualisieren hinten. Und bei der Aktualisierung, ich werde wirklich nur einmal aktualisieren. Ich werde mit euch gemeinsam aktualisieren, Leute, in einer Folge. Und dann mal schauen, ob ich Ramos bekomme, Marcelo bekomme, De Gea bekomme. Mir ist jeder Spieler recht. Rein theoretisch könnte ich auch einen Varane nehmen, aber Varane ist halt von den fünf Spielern so für mich
für mich ist es der schlechteste von den fünf Spielern. Ich finde Ramos besser, ich finde Marcelo besser, ich finde Van Dijk besser und ich finde auch De Gea besser. Wenn ich De Gea ziehen sollte, werde ich De Gea in mein Team einsetzen. Ramos definitiv auch, Marcelo auch. Van Dijk werde ich verkaufen, sollte ich Van Dijk halt da hinten bekommen. Da ist aber alles Zukunftsgeschichte. Das dauert noch eine ganz schöne Weile, bis wir da hinten angekommen sind. Wir können uns aber erstmal die nächsten Punkte jetzt hier abholen. Weil Werbung gucke ich jetzt nicht in der 20 Uhr Folge. Zack, zack, zack. Vielleicht reichen die Punkte, die ich jetzt hier bekomme, sogar für den nächsten Spieler aus. Wie viel habe ich denn da? Wie viele Verteidigungspunkte habe ich? 545 und ich brauche 600. Nee, reicht nicht aus. Eigentlich müsste ich hier auch bei Jordi Alba aktualisieren, weil Jordi Alba ist halt Linksaußenverteidiger. Wie viel bringt denn der? Wie viel bringt der Linksaußenverteidiger? Ich denke halt überhaupt nicht viel, weil es halt ein Linksaußenverteidiger ist. Jordi Alba. Schauen wir mal. 87. Ja, 1,5 Millionen. Eieieiei. Wie viel bringt Umtiti? Ich sehe sicherlich deutlich mehr. Okay, auch nur 2 Millionen. Ne, okay, der bringt auch nicht mehr. Also können wir auch, Leute, wir können ruhig Alba nehmen. Dann bringt er halt nur 1 Million. Dann muss ich jetzt aber nicht unnötig nochmal FIFA-Points raushauen. Ja, das sag ich. Leute, wir gehen rein in Versus Angriff. Wir gehen rein in Versus Angriff und machen da nochmal ein paar Spielchen. Und ich hoffe, dass ich jetzt natürlich mit der 100er Bewertung, mit Luis Figo und natürlich jetzt CR7, Leute. CR7 wird jetzt immer von Anfang an bei uns im Team spielen. Geil, Mann, da freue ich mich drauf. Ansonsten hatte ich ja immer nur 106 Chemistry mit Ronaldo. Jetzt spielt er das erste Mal hier auf 120. Und der Gegner hat hier ein Manchester United Team, so wie ich das gesehen habe. Also sieht schon nice aus, ne? Wenn ich vorne links auch noch einen besseren für Fabian Johnson habe. Im ZDM nur noch Dybala. Oh shit, Mann. Das ist schon nice, Mann. So. Weil man muss ja auch mit seinem eigenen Team selbst zufrieden sein, ne? Wenn man mit seinem eigenen Team nicht zufrieden ist, dann, Leute, empfehle ich euch, euer Team so umzubauen, dass ihr zufrieden seid. Ihr könnt ja auch ein komplettes Team machen von eurem Lieblingsclub beispielsweise, ne? Weil dann habt ihr auf jeden Fall 120 Chemistry, aber ich find's geiler, wenn man halt so eine kleine bunte Mischung hat. Und da habe ich definitiv eine bunte Mischung. Ich habe jetzt die Serie A drin, ich habe eine Icon mit drin, ich habe die Bundesliga mit drin, ich habe die La Liga mit drin. Was habe ich noch? Das war's erstmal, ne? Vielleicht dann noch mit De Gea Premier League auch noch mit drin. Müssen wir aber erstmal abwarten, sollte ich den. Ich werde De Gea nur spielen, sollte ich den halt da hinten beim Team of the Year Event bekommen. Weil kaufen werde ich mir De Gea definitiv nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. 5:3. Also wir gehen erstmal hier in Führung in den ersten paar Sekunden. 6:4. Okay, was heißt paar Sekunden? Eine Minute ist schon rum, Leute. Eine Minute ist schon rum und ich freue mich auf meinen Döner, Leute. Wisst ihr das? Ich freue mich sowas von auf meinen Döner. Was habt ihr zum Abendbrot gehabt, Leute? Schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Da bin ich echt mal gespannt, was ihr so zum Abendbrot isst. Was ihr zum Abendbrot esst, ist deutsche Sprache, schwere Sprache, 9:6. Fakt ist, wir gewinnen das Spiel jetzt hier gegen diesen ersten Gegner Toni Kroos nochmal mit dem Freistoßtor. 10:7, Leute. Erstes Spiel zweistellig. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ich hoffe, dass das zweite Spiel genauso gut laufen wird. Das erste Spiel gewinnen wir auf jeden Fall jetzt hier. Leute, das sieht so geil aus, ne? Die Bewertung, also Gesamtbewertung, das sieht so geil aus. Die 100er und dann noch mit 120 Chemistry. Das sieht echt nice aus, Leute. Das Design von EA. Wie würde ApoRed sagen? Was sagt er immer? Leute, keine Ahnung. Irgendwie sowas sagt er doch immer, ne? So. Nächstes Spiel. Sollte ich gewinnen, ist es das letzte. Let's go. Aber mit einer Niederlage hört man natürlich nicht auf. Deswegen, ne? Weiß ich halt nicht, ob es das letzte Spiel sein wird. Schauen wir mal, was der Gegner für eine Mannschaft hat. Schauen wir mal. Der Gegner hat eine 97er Bewertung. Okay. Ich denke, dass das, ja, relativ einfach sein wird. Alleine schon wegen den Chancen. Ich habe 30% tolle Chancen. Und die tollen Chancen muss man halt alle reinmachen, ne? Ist ja ganz klar. Toni Kroos Freistoß. Toni Kroos Zauberfuß. Toni Kroos Zauberfuß. Sehr schön. Und Arne Meyer. Und Arne Meyer mit dem 2:0. Faust in die Face-Game hier. Let's go, Mann. Nach oben.
Nee, nicht da nach oben. Aber so geht's auch. Aber der Kopfball geht leider nicht rein. Und wieder ist es Toni Kroos hier beim Freistoß. Und Toni Kroos, Leute. Toni Kroos. Da hätte ich eigentlich auch noch gerne die Champions League. Ach, nicht die Champions League, sondern die Team of the Year Variante. Oder Champions League Variante. Ist eigentlich vollkommen egal. Das würde auch noch geil aussehen. Müsste ich mir mal die Skill Boost anschauen von den Toni Kroos Varianten, die es halt gibt. Und ich nehme natürlich den Toni Kroos, der halt die besten Skill Boosts. Oder den besten Skill Boost hat. Ganz klar. 6:3. Also es läuft mit Luis Figo und Co. Es scheint hier zu laufen. Fabian Johnson, wenn du den auch reinmachst, dann bin ich sehr zufrieden. Aber leider hast du daneben geguckt. Arne Meyer. 7:4. Alter, wie viele Freistöße bekomme ich denn jetzt in diesem Spiel hier? Und wieder macht ihn Toni Kroos, Leute. Toni, du bist Gold wert. Toni Kroos, Ronaldo nochmal mit dem Roulette. Ronaldo mit dem Abschluss. Und natürlich, Leute, Ronaldo muss den machen. Ich möchte jetzt hier nicht einmal eine Chance sehen, dass Ronaldo den nicht reinmacht. Ich möchte, dass Ronaldo jede Chance reinmacht. Und bis dato macht er auch jede Chance rein. Und ich gewinne hier erneut zweistellig gegen diesen Gegner. Da könnt ihr mal sehen, Leute, gestrige Folge lief es überhaupt nicht. Heute läuft's. Das war's von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.